Nach Peak und Kloppenburg, Galeria Kaufhof, Görz, Reno und Scotch & Soda steckt nun ein weiterer Modehändler in der Krise. Gary Weber hat für seine deutsche Handelstochter beim Amtsgericht Bielefeld eine Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt, wie das Handelsblatt berichtet. Zudem steigt das Dachunternehmen aus der Börse aus. Für die rund 2100 Mitarbeiter in Deutschland bleibt das nicht folgenlos. Es müssen auch nicht rentable Filialen geschlossen und Stellen abgebaut werden. In welchem Umfang ist aktuell noch nicht bekannt. Die Gary Weber Retail GmbH betreibt innerhalb der Bundesrepublik 149 Geschäfte und 28 Outlets. In einer Pressemitteilung nannte Angelika Schindler-Obenhaus, Chefin von Gary Weber International, eine Kombination der Corona-Krise und ihrer Auswirkungen sowie der steigenden Inflation als Grund für die Finanzkrise.